eines schönen Tages, die Vögel sangen, die Sonne schien und die ganze Welt sah aus wie blank geputzt, kam etwas heran von weit her. Das quietschte und knackste und krachte so laut, dass Hans es trotz seiner Arbeit hörte. Und das wollte schon etwas heißen, denn er war ein Schmied. Hans hörte auf zu arbeiten und sah auf der Dorfstraße eine alte Frau, die mühte sich mit einem Handwagen, der fast ein Rad verlor. Hans ließ seine Arbeit liegen, befestigte das Rad am Wagen, schlug hier einen Nagel ein, da und dort und sah dann die alte Frau strahlend an. Sie schien ganz und gar verwandelt. Sie stand aufgerichtet, lächelte, nahm ihren grauen Umhang von den Schultern, der sehr sonderbar schimmerte, und hielt ein kleines goldenes Korn in der Hand. Das blitzte und funkelte in der Sonne. Ich danke dir, mein Lieber. Ich sehe, dass du ein ordentlicher Mensch bist, freundlich und aufmerksam. Und das will ich belohnen. Hier, nimm meinen Mantel. Du kannst dich wünschen damit, wohin du willst. Hier, nimm das goldene Korn. Verschluck es. Und du wirst jeden Morgen unter deinem Kissen ein Goldstück finden. Was? Wie? Was haben Sie gesagt? Warten Sie! Ich glaube, ich träume. Mittags, in der Sonne. Weg. Verschwunden. Ich habe geträumt. Ich habe nicht geträumt. Da ist der Mantel und da ist das Korn. Und wenn ich's schlucke? Ich erfahre dann frühestens morgen, ob ich geträumt habe. Ich erfahre es sofort. Ich lege mir den Mantel um die Schultern und war es Wirklichkeit, war es kein Traum, dann fliege ich gleich. Hilfe! Weg ist der Boden unter meinen Füßen. Ich flieg. Ich fliege. Ich habe nicht geträumt. Fliegen, wohin ich will. Und unter mir das weite Land. Und über mir nur Himmel, Wolken. Ich sehe mir die Welt an. Mir gehört sie. Nichts hält mich auf. Ich fliege. Ich fliege. Und er flog. Und manchmal ging er auch zu Fuß, wenn es irgendwo besonders schön war. Und er besah sich Land und Leute und kaufte, was er wollte. Denn Geld hatte er genug. An jedem Morgen unter seinem Kissen das versprochene Goldstück. An einem frühen Abend, kurz vor der Dämmerung, flog er ein wenig langsamer und niedrig. Da sah er ein Mädchen stehen, an einem Gartentor vor einem schönen Haus. Er sah sie und ließ sich aus der Luft herab, denn er wollte ihr näher sein. Und ging auf sie zu, und da wusste er es sofort. Die wollte er heiraten. Oder keine. So etwas weiß man oder man weiß es nicht. Und wie er so dastand und das Mädchen ansah und gar nicht wusste, was er sagen sollte, und sie schwieg auch, da war plötzlich noch jemand. Eine Frau. Am offenen Fenster im Dunkel.
Können wir etwas für Sie tun, mein Herr? Ich wollte nur... Ich habe... Guten Abend. Sagen Sie doch bitte, wenn Sie was wissen, wo ich übernachten kann. Es wird schon dunkel. Und ich werde gut bezahlen. So? Sehr gut, bestimmt. Ich habe ein goldenes Korn verschluckt. Und ein goldenes Korn? So eins, von dem man jeden Morgen unter seinem Kissen ein Goldstück findet? Genau so eins. Mir kommt's aufs Geld nicht an. Kommen der Herr ins Haus. Wir sind gut eingerichtet und werden Ihnen jeden Wunsch erfüllen. Nein. Bitte? Ich habe Nein gesagt. Aber warum? Schäm dich, meine Tochter. Heißt das Gastfreundschaft? Bitte, kommen Sie herein. Sie wollen wirklich nicht, dass ich bei Ihnen bleibe? Besser nicht. Ich könnte weiter. Ich habe meinen Zaubermantel. Ach, mit dem fliegen Sie? Mutter, bitte! Ich sah Sie vorhin landen. Ja, mit dem fliege ich und könnte damit weiterfliegen. Ich möchte aber bleiben, wenn Sie nichts dagegen haben. Sie hat nichts dagegen. Sie ist nur schüchtern. Treten Sie doch ein. Nun gehen Sie schon. Wir kommen gleich ins Haus. Ich komme nicht nach. Was soll das? Was traust du dich? Soll ich dir Beine machen? Ich gehe nicht rein. Ich gehe nicht zu ihm. Du willst das goldene Korn und willst den Mantel. Nicht mit mir. Du willst den Mantel nicht? Und nicht das Korn? Du wolltest immer, was du kriegen konntest von all unseren Gästen. Ringe und Gold und Ketten und auch schöne Kleider. Es war nicht er! Schrei nicht! Er. Was heißt er? Seit 5 Minuten kennst du ihn und morgen ist er weg. Zu Fuß und ohne Goldstück jeden Tag. Und du vergisst ihn. Nie. Oh, Unsinn. Man weiß so etwas oder man weiß so etwas nicht. Geh hinein jetzt. Reich wirst du sein. Und ich bin froh, dass ich dich gut versorgt weiß. Geh, sei meine gute Tochter. Nur noch dies eine Mal. Oder soll ich ihm vielleicht erzählen, dass du hier an der Tür stehst, Abend für Abend und jeden anlockst wie ein Wirtshausschild? Was wird er dann von dir denken? Gehst du? Was soll ich sonst tun? Und also ging das Mädchen hinein zu Hans und die Frau auch. Und sie trugen das Abendbrot auf und das Mädchen sah Hans in die Augen und lächelte. Und der achtete nicht darauf, dass sie ihm nach dem vielen Wein etwas anderes zu trinken gab. Einen Brechtrank, den die Mutter zubereitet hatte. Den trank er und spie sein goldenes Korn aus, das die Frau nahm und vortrug. Er merkte kaum, was geschehen war, denn er war mit ihr zusammen, mit der er zusammen sein wollte. Er war glücklich. Lächelnd schlief er ein und lächelnd erwachte er am nächsten Morgen und kam gar nicht darauf, nach dem Goldstück unter seinem Kopfkissen zu greifen. Seine Gedanken waren ganz woanders. Das Mädchen aber hatte fast nicht geschlafen in dieser Nacht. Und als sie am Morgen unterm Kissen das Goldstück fand, denn die Mutter hatte ihr das goldene Korn noch vor dem Einschlafen zu schlucken gegeben, da weinte sie. Und sie weinte auch noch, als sie nach dem Frühstück zu Hans in den Garten ging. Denn die Mutter hatte einen Plan gemacht. Was hast du? Warum weinst du? Ich weine nicht. Ich seh's. Ich hör's an deiner Stimme. Es ist nichts. Vielleicht, weil ich geblieben bin? Gegen deinen Willen gestern Abend? Lass mich in Ruhe! Soll ich gehen? Soll ich abreisen? Soll ich's gleich tun? Ja, ja, ja! Ich könnte gar nicht traurig sein, selbst wenn ich wollte.
Wenn ich dich sehe, dann bin ich schon vergnügt. Du lachst mich aus. An. Ich wäre nicht vergnügt, wenn ich mich sehe. Ich kann mich selber gar nicht leiden. Da hast du es. Was? Ich kann nicht abreisen. Ich muss hierbleiben. Jemand muss dich leiden können. Ich habe keinen Spaß gemacht. Ich auch nicht. Vielleicht bin ich ganz anders, als du denkst. Vielleicht bin ich böse, feige und verlogen. Du? Was wäre dann? Aber du bist nicht böse. Wenn ich es wäre, was wäre dann? Sag's. Siehst du, jetzt sagst du nichts. Wie soll ich dich aufheitern? Singen? Tanzen? Einen Kopfstand machen? Was möchtest du? Was willst du? Was kann ich tun? Ich wüsste was. Ja? Siehst du den Berg dort? Blau im Dunst? Und? Der Granatberg. Edelsteine gibt es dort und keinen Weg. Ja, weiter. Nichts weiter. Du möchtest hin. Und du bist traurig, dass du da nie hin kannst, weil es keinen Weg gibt. Dass ich daran noch nicht gedacht habe. Wir machen einen Ausflug. Nein! Nicht? Ich will nicht. Komm her. Ganz nah. Wir bleiben lieber hier. Ich lache auch. Ich lache. Jetzt komm schon. Komm unter meinen Mantel. Zum Nein, Granatberg. Ich will nicht. Und schon flogen sie. Und schon waren sie auf dem Granatberg. Und Hans sah dem Mädchen ins Gesicht, ob sie denn nun fröhlicher wäre. Aber davon sah er nichts. Er sammelte Edelsteine auf, die dort herumlagen wie anderswo Kiesel, und brachte sie ihr. Zufrieden? Fröhlich? Und vergnügt? Edelsteine über Edelsteine. Du musst vergnügt sein. Setz dich zu mir, bitte. Ich sitze. Und jetzt? Bist du nicht müde? Oh, überhaupt nicht. Ich hab gedacht, du möchtest vielleicht schlafen. Oh, nicht im Geringsten. Ich will dich ansehen. Den Kopf in meinem Schoß? Das ja. Zieh deinen Mantel aus. Leg ihn zur Seite. Hast du es bequem? Niemand kann besser liegen. Nirgendwo. Die Arme rechts, das ist was Schlechts. Die Arme links, nichts Gutes bringt's. Die Arme zur Ruhe, ich decke dich zu. Was murmelst du da? Plötzlich werd ich müde. Die Beine rechts, das ist was Schlechts. Die Beine links, nichts Gutes bringt's. Die Beine wie Blei im Schlafe getan. Ich will wissen, was du da murmelst. Ich kann die Augen nicht mehr offen halten. Ich kann mich nicht bewegen vor Müdigkeit. Was tust du mit mir? Die Augen rechts, das ist was Schlechtes. Bitte verzeih. Die Mutter hat gesagt, ich soll mit dir auf diesen Berg. Die Augen links, nichts Gutes bringt's. Sie hat mich diesen Zauberspruch gelehrt. Die Augen zu, jetzt hast du Ruhe, damit du schläfst. Jetzt schläfst du. Jetzt muss ich deinen Mantel nehmen und wegfliegen. Und du kommst von diesem Berg nicht runter, weil doch kein Weg ist. Hans! Aber was sollte ich sonst tun? Und das Mädchen nahm den Mantel um und ließ den schlafenden Hans liegen und wünschte sich vom Berg herab nach Hause. Hans schlief lange und schwer. Als er aufwachte, wusste er nicht gleich, wo er sich befand. Hey? Wo bist du? Wo versteckst du dich? Warum bist du nicht mehr bei mir? Lass den Unsinn. Man kriegt's ja mit der Angst. Wo bist du? Weg. Sie ist weg.
Und mein Mantel ist auch weg. Das ist nicht wahr. Komm vor, wo du auch immer bist, und sag, dass es nicht wahr ist. Sie ist mit meinem Mantel weggeflogen. Sie hat mich hier allein gelassen. Und sie hat auch mein goldenes Korn, natürlich. Ich hatte ja kein Goldstück unterm Kissen heute Morgen. Böse ist sie und verlogen. Ich, Esel. Ich, riesenhafter Esel. Betrogen hat sie mich. Ich, wenn ich sie kriege, werde ich... Ich krieg die nicht. Es führt kein Weg hierauf, hat sie gesagt. Und also auch nicht runter. Ich muss hier oben bleiben. Immer. Ewig. Nichts als Steine. Wenn auch noch so blitzend schön und edel. Ich muss verhungern. Ich muss hier oben sterben und sie ist schuld. Man müsste fliegen können. Auch ohne Zaubermantel. Wie ein Vogel. Wie ein Blatt im Wind. Wie eine Wolke. Wolken? Ihr Wolken, hört ihr mich? Tragt mich hinunter. Es ist sonst niemand da. Nur Steine, der Himmel über mir und euch und ihr. Du, Wolke wie ein Segelschiff. Mit dir traue ich mich zu fliegen. Nimm mich mit. Ich bitte dich. Und die Wolke, die wie ein Segelschiff aussah, senkte sich herab auf den Berg und nahm Hans in sich auf und trug ihn ganz sanft hinunter ins Tal. Er landete in einem riesengroßen Feld. Wolke, ich danke dir. Fester Boden unter meinen Füßen. Endlich. Ein Acker. Grün. Und nicht nur Steine. Was ist denn das? Was wächst denn hier? Soweit man sehen kann, kein Haus, kein Baum, kein Strauch, kein Mensch. Nur Kohl. Ein riesengroßes Feld voll Kohl. Und ich habe solchen Hunger. Dann also Kohl. Ein Teufelsnamen, wenn sonst nichts da ist. Kohl und roh und ohne alles. Der schmeckt ja sogar. Ja. 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 Es war sehr sonderbarer Kohl, der da wuchs. Wer von ihm aß, der wurde zu einem Esel, grau und mit langen Ohren. Und weil Esel Grünes mögen, fraß der Esel Hans und fraß und ließ es sich schmecken. Bis er schließlich an eine Sorte Kohl kam, die ein wenig anders aussah, ein wenig bläulicher vielleicht. Und davon fraß er auch. Kaum hatte er ein paar Blättchen verschluckt, da verschwanden die langen Ohren, da verschwand das graue Fell, da verschwand alles, was einen Esel ausmacht. Und er wurde wieder er selbst, Hans, der er gewesen war. Da stand er, mitten im Feld, und sah sich den Kohl an, den grünen und den ein wenig bläulichen, und betrachtete ihn noch einmal,
die bläulichen und auch den grünen. Und da wusste er, wie gut er beide brauchen konnte. Und er nahm einen Kopf von jeder Sorte, rieb sein Gesicht mit Erde, tauschte mit einer Vogelscheuche die Kleider, sodass man ihn nicht erkennen konnte, und machte sich auf den Weg zu dem Haus, in dem man ihn beraubt hatte. Und wieder stand das Mädchen in der Dämmerung, neben ihm am Gartentor. Und wieder war hinter ihr die Frau im dunklen Fenster. Guten Abend. Hätten Sie wohl ein Nachtquartier für mich? Ich will zum Königshof meinen Kohlkopf dahin bringen. Wer von ihm ist, wird reich und schön. Einen Kohlkopf? Ja, ich habe ihn selbst gezüchtet. Sogar ein König darf sich glücklich preisen, wenn er so etwas Feines kosten kann. Kommen der Herr herein. Hier, bitte, das Essen wird gleich auf dem Tisch stehen. Meine Tochter wird Sie bis dahin unterhalten. Wollen Sie mir nicht Ihren Kohlkopf geben? Ich leg ihn kühl, er hält sich länger. Wir haben gern Gäste. Vorsicht mit dem Kohlkopf. Ich habe nur den einen. Nur den einen. Das Mädchen saß in einem Winkel und sprach kein Wort. Und auch Hans schwieg und wollte sie nicht ansehen. Nach einer Weile, denn das Abendbrot ließ auf sich warten, ging er hinaus. Da sah er einen großen Esel durch die Küche laufen, denn natürlich hatte die Frau von dem Kohl gekostet. Hans machte die Tür zum Hof auf und gierig schmatzend verschwand das Tier. Dann nahm er, was von seinem grünen Kohlkopf übrig war, und bereitete daraus einen Salat. Den trug er hinein zu dem Mädchen. Das ist die Vorspeise, soll ich ausrichten. Ich mag nicht. Kosten Sie doch wenigstens. Ich mag nichts essen. Und warum nicht? Ich muss an jemanden denken, der nichts zu essen hat. Nur Steine. Wer? Und ich bin daran schuld. So? Aber meine Mutter hat es mir befohlen. Und Sie machen alles, was man befiehlt. Was sollte ich denn tun? Essen Sie den Salat. Nein. Sie hat's gesagt. Und sie sah böse aus. Streng. Wirklich? Sehr. Dann esse ich vielleicht doch lieber etwas, oder? Das müssen Sie selbst wissen. Nein. Nein, tu's nicht. Ich muss doch. Ja, 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 ja. Nein. Du Esel. Ach, du Esel. Und Hans nahm seinen Wunschmantel und wollte sich wegwünschen, ganz schnell, irgendwohin, nur weit weg. Aber als er da diesen Esel stehen sah, sein Mädchen, mit hängenden Ohren und grau, da konnte er nicht weg. Er wusste selbst nicht, warum. Also gab er am nächsten Morgen seine beiden Esel einem Müller, bei dem sie arbeiten mussten, und blieb in der Gegend. Nach ein paar Tagen kam der Müller zu ihm. Herr, Herr! Ja? Was haben Sie mir da gegeben? Sehen Sie sich den kleinen Esel an. Der Ältere, ja, der, dem macht das Eselleben Spaß wie keinem. Der schuftet, frisst und ist gesund, dass man sich freuen kann. Doch dieser Herr, Sie sehen es selbst, nur Haut und Knochen. Mhm. Er frisst nicht und sucht die schwersten Lasten, trägt sie, bricht zusammen und steht auf und schleppt sich hin und weint. Haben Sie schon einen Esel weinen sehen, Herr? Nein. Der kleine Esel stirbt. Und bald, wenn das so weitergeht.
Hans riss den bläulichen Kohlkopf aus der Tasche und hielt ihn dem kleinen Esel hin, der sein Mädchen war. Nein, sie wollte nicht fressen, nicht aus seiner Hand. Sie schüttelte den Kopf, dass ihre langen Ohren flogen, und dicke Tränen standen in den Eselsaugen. Da streichelte er sie, sanft und freundlich, und sie fraß. Da bist du wieder. Bist du selbst. Ich habe es gewusst. Was? Dass du mir helfen wirst, trotz allem. Ich will dir nichts versprechen, aber ich will mir Mühe geben, Nein zu sagen, wenn jemand von mir verlangt, dass ich was Böses tue. Ich nehme es mir vor. Kannst du dich jetzt besser leiden? Nein. Bist du immer noch vergnügt, wenn du mich siehst? Nicht mehr so sehr. Ich werde jetzt ganz schnell nach Hause gehen und diesen Brechtrank trinken. Das goldene Korn spucke ich dann aus und du kriegst es wieder. Warte! Auch wenn ich nicht mehr so vergnügt bin, aufhören mag ich damit nicht, dich anzusehen. Nie! Ich will das Korn loswerden, so schnell wie möglich. Es ist das Mindeste. Du hast dann jeden Morgen wie vorher dein Goldstück. Dagegen habe ich nichts. Ich gehe also. Dein Kissen, meins. Das ist dasselbe. Wenn wir heiraten, wollte ich sagen. Du? Und ich? Ist dir sonst noch wer? Nach allem, nachdem ich dich verraten habe? Nie wieder wirst du es tun. Wir kennen uns jetzt besser. Und das ist gut, wenn man zusammen ist für immer. Oder? Willst du? Ja. Und sie heirateten und lebten lange und glücklich miteinander. Manchmal ließen sie sich von dem Zaubermantel auf den Granatberg tragen. Dann machten sie ernste Gesichter und schwiegen und suchten einen Weg ins Tal. Aber sie fanden ihn nie.